Guten Morgen aus Zürich. Die Apple-Woche haben wir überstanden mit MacBook Pro gestern noch, dem iMac, dem Mac Mini und vor allem dem USB-C-Zubehör. Jetzt müssen wir da mal warten, bis die Tests kommen. Da bin ich selber ja auch sehr, sehr gespannt darauf. Ich habe noch die Zuschauerzahlen verglichen. Das größte Interesse hatte, Überraschung, Überraschung, der Mac Mini. Dann allerdings der iMac noch vor den MacBook Pros. Ja, das ist immer ein bisschen spannend für mich, so zu schauen, was interessiert am meisten. Aber allzu viel darf man ja auch nicht auf Statistik geben. Ich gebe lieber viel mehr auf eure Kommentare. Und da hat mir der Riba geschrieben und er hat mich wirklich erwischt. Er hat nämlich geschrieben, warum ich denn eigentlich ein iPhone Pro nutze, wenn ich ja sowieso eigentlich hauptsächlich nur das iPad und die Apple Watch nutze und immer mal wieder erwähne, dass das iPhone einfach irgendwo liegt und ich es lieber weniger nutze und ich sowieso nicht so ein Handy-Fan bin. Nun, ich habe darauf geantwortet und drei Gründe genannt. Ja, ich habe ja diese Faustregel mal erfunden. Die Leute fragen mich ja ständig. Das ist wirklich so die Frage, die ich am häufigsten erlebe in meinem Alltag. Soll ich mir ein iPhone Pro oder ein iPhone normal kaufen? Meine Faustregel ist, nenne mir 4 Gründe für ein Pro und dann kannst du dir ein Pro kaufen. Wenn du nicht aus dem Stegreif 4 Gründe nennen kannst für ein Pro, dann brauchst du auch keins. Nun, diese Faustregel funktioniert immer, aber ich fühle mich jetzt ein bisschen ertappt, dass ich nur aus dem Stegreif 3 Gründe dieses Jahr hingekriegt habe. Ja, ich habe wirklich nicht überlegt, dass ich eigentlich jeweils 4 habe. Ich habe einfach die 3 Gründe schnell hingeschrieben, die ich habe, nämlich der erste Grund, den ich am iPhone Pro so liebe im Vergleich zum normalen, ist der immer an Bildschirm. Es liegt jetzt auch hier unten. Ich kann einfach da schnell runterschieben und sehe sofort, dass irgendwie nichts los ist und ich noch Zeit habe, mit euch zu plaudern. Ich liebe den immer an Bildschirm. Das ist für mich, ich würde fast sagen, das wichtigste Argument fürs Pro inzwischen. Gerade weil ich das Handy nicht gerne in den Händen halte und nicht gerne viel Zeit da in Apps vertrödel, ist es einfach großartig, wenn ich immer drauf gucken kann und ich weiß, was los ist. Weil wenn der Bildschirm aus ist, muss ich es in die Hand nehmen und dann ist die Versuchung einfach groß, irgend noch ein bisschen Zeit damit zu vertrödeln oder dann sehe ich noch etwas, was ich nicht hätte sehen sollen und klicke dann da auch noch drauf und blablabla, ist ganz, ganz viel Zeit futsch. Nein, dieser Immer-An-Bildschirm ist für mich wirklich ein extrem entspanntes Feature. Wenn ein Handy oder ein Gerät das nicht hat, bin ich immer so ein bisschen, ist es jetzt futsch? Nein, Immer-An-Bildschirm ist für mich, der ist absolut gesetzt als Grund. Dann das Zweite, was ich jetzt am aktuellen Pro unglaublich schätze, ist der Akku. Meine Güte, hält dieser Akku lang. Mir passiert es häufig, selbst jetzt, wenn ich lange Arbeitstage habe und häufig auch im Zug mal wieder den Hotspot nutze, um meinen Arbeitslaptop im Internet zu haben. Funktioniert nicht wahnsinnig toll. Ich bleibe dabei. iPad mit 5G drin ist so viel besser als MacBook mit iPhone und Hotspot. Nein, selbst wenn ich das mache, habe ich am Abend meistens noch ein halb volles iPhone. Also dieses iPhone, man muss dazu sagen, das ist das 16 Pro Max, also das große. Der Akku hält einfach ewig. Der Akku ist die beste Neuerung an diesem iPhone. Das Ding ist einfach nie leer. Ich krieg's nicht leer. Ja, also ich würde schon leer kriegen, wenn ich mir jetzt wahnsinnig Mühe gebe. Aber wenn ich es normal nutze, das Ding läuft und läuft und läuft. Also das ist wirklich sehr erstaunlich. Da haben mir ja schon viele Leute geschrieben, dass die Akkus wahnsinnig lange halten diese Saison. Ich kann es natürlich nicht mit dem Plus-Modell vergleichen, weil ich nur das 16 Pro Max und ein kleines 16 momentan zur Hand habe. Also falls jemand da mit dem 16 Plus der Meinung ist, der Akku ist genauso gut wie beim Pro, laut Apple ja nicht, also ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß einfach, im Vergleich zu all meinen anderen iPhones ist das hier der absolute Akku-Champion. So ein entspanntes iPhone hatte ich auch noch nie. Also ihr seht, Entspanntheit, Bequemlichkeit sind so meine Sachen, die ich wirklich priorisiere bei der Wahl der Geräte. Der immer an Bildschirm sorgt dafür, dass ich es wenig in die Hand nehmen muss. Der Akku sorgt dafür, dass es immer funktioniert. Und dann der dritte Grund, der mir noch sofort spontan eingefallen ist, ist 4K-Zeitlupe. Ja, das ist ja jetzt neu und exklusiv im Pro. Ich liebe das in meinen teuren Kamera, zum Beispiel in der hier. Mit der kann ich auch 4K in 120 Bildern pro Sekunde filmen. Das ist so praktisch, wenn man Produktaufnahmen schnell machen möchte oder sowas. Das ist einfach einfacher, da braucht man kein Stativ, da braucht man keinen Slider und all das Profi-Plunder. Ja, einfach Kamera schnell hinhalten, rip, und es sieht auch ziemlich okay aus und reicht für ein YouTube-Video. Locker, klar, wenn man Profi ist und viel Zeit dafür hat oder viel Lust daran hat, ersetzt das natürlich nicht. Aber für mich und meine schnellen Videos ist 120 Bilder pro Sekunde 4K so praktisch. Ich habe mir das ewig gewünscht fürs iPhone, jetzt habe ich es hier drin und die Qualität ist halt auch toll. Also das mag ich auch außerordentlich. Das sind die drei Gründe, die mir sofort eingefallen sind, warum ich ein Pro verwende. Und dann habe ich daneben die Zuschrift bekommen und angefangen zu hören, ja, was ist denn jetzt Grund Nummer 4?
bin ich da so die Liste durchgegangen mit den Vergleichen auf der Apple-Webseite. Promotion werden ganz, ganz viele rufen. Das ist mir sowas von Schnurz auf dem iPhone. Auf dem iPad mag ich das, ansonsten ist mir das praktisch überall egal, dass die hohe Bildwiederholfrequenz, dass alles ein bisschen flüssiger ist. Beim iPhone sehe ich es viel zu wenig, ehrlich gesagt. Dann, was haben die Leute noch vorgeschlagen? Ja, der neue Prozessor, dass da der Pro-Prozessor drin ist, merke ich doch im Alltag nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht, wie gesagt, bei der Ausdauer merkt man vielleicht, dass der ein bisschen effizienter ist. Aber sonst, dass man bis 1 Terabyte Speicherplatz raufgehen kann, ja, das ist zugegebenermaßen praktisch, wenn man viele Fotos lokal hat. Aber ich bezahle ja für ein sehr, sehr teures iCloud-Abo, darum ist das auch nicht so ein Problem. Nun, ich bin diese Liste rauf und runter gesaust und habe mich ein bisschen schwer getan. Also wenn ich jetzt noch einen vierten Grund aus dem Hut zaubern müsste, würde ich sagen, es ist die Kamera. Ja, das, der Sensor im Einfachobjektiv ist im Pro noch ein bisschen besser als im Nicht-Pro. Aber das ist also schon ein sehr, sehr dünnes Eis für ein Argument. Das Fünffach-Tele habe ich mir darum ausgesucht. Ich würde sagen, das Fünffach-Tele ist der vierte Grund, warum ich ein Pro verwende. Klar, es ist nicht das beste Objektiv oder der beste Sensor im iPhone drin, aber es macht einfach Spaß. Ich mag die Brennweite, 135 mm sehr, sehr gern, und das ist ein 120 mm. Und es macht mir wirklich Spaß, damit zu fotografieren. Aber ihr seht, jetzt kommt der Ausdruck Spaß zum Zug. Das ist also wirklich, dieses Jahr ist es wirklich wahnsinnig eng, für ein Pro zu argumentieren, finde ich. Mindestens bei mir. Ich bin dann gespannt, wie es ihr in den Kommentaren habt. Was sind eure 4 Gründe, warum ihr ein Pro habt? Weil ich weiß, ganz viele da draußen haben ein Pro. Also unbedingt eure Gründe schreiben. Aber ich muss sagen, dieses Jahr ist es wirklich so schwierig wie selten. Der Action-Knopf ist ja jetzt auf beiden drauf. Ich habe da jetzt übrigens die Taschenlampe drauf. Das ist so toll. Jetzt kann ich da blind schnell draufdrücken, gerade wenn ich irgendwo schnell was suche. Das iPhone ist eine großartige Taschenlampe, jetzt wo ich den Action-Knopf zur Taschenlampe gemacht habe. Und den wunderbaren Kamerakontrollknopf, ja, ich finde ihn immer noch absolut großartig. Ich brauche ihn einfach nicht, um auszulösen. Ich brauche ihn, um die Helligkeit zu verstellen bei Fotos. Dafür macht er riesig Spaß. Den haben die auch beide. Also, ja, ihr seht, ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch ähnlich geht. Es ist nicht ganz einfach, dieses Jahr für ein Pro zu argumentieren. Meine besten Argumente sind wirklich Akku, wobei mir da ein bisschen die Beweisbasis dafür fehlt. Ich weiß einfach, er ist super, aber ich habe es jetzt nicht direkt mit einem Plus verglichen. Und der Immer-An-Bildschirm. Der Immer-An-Bildschirm ist halt schon, ja, aber auch ein Luxus-Feature. Dieses Jahr ist es wirklich schwierig. Also ich bin da wirklich ein bisschen, ich fühle mich ertappt von dieser Frage und bin jetzt gespannt, wie ihr mit dieser Frage umgeht. Ja, so sollte man es immer machen. Wenn schwierige Fragen kommen, einfach weiter delegieren, und das mache ich jetzt. Also unbedingt unten kommentieren, was sind eure 4 Gründe, warum ihr ein Pro habt und nicht ein normales iPhone 16 oder natürlich auch bei den anderen iPhones, aber bei den 16 ist es besonders schwierig. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, weil die Leute, die sich einen 16er ohne Pro gekauft haben, hier auf der Redaktion auch gerade wieder jemand, unglaublich zufrieden damit. Also ja, da bin ich wirklich sehr gespannt. Also unbedingt kommentieren, falls das Video gefallen hat. Daumen nach oben, was ihr findet. Wo sind denn jetzt die Meldungen zum Mac Studio und Mac Pro? Daumen nach unten. Der kommt heute wirklich nicht. Die Apple-Ankündigungswoche ist zu Ende. Das kommt dann, ich würde sagen, zur WWDC wird das langsam wieder aktuell, weil im Frühjahr ist ja eher so MacBook Air, iPad normal, ja, so diese Geräte, iPhone SE vor allem. Vermutlich eben April, wenn dann Apple Intelligence nach Europa kommt. Denke ich, da wird es da relativ spannend. Und WWDC wäre ideal, um dann Mac Pro, Mac Studio, also die Profi-Computer halt zu zeigen. Und vielleicht sind die ja dann die ersten mit einem M5 drin, habe ich mir noch gedacht. Das wäre doch was. Weil sonst wären sie so die letzte Eisenbahn mit einem M4. Aber wer weiß, sie geben dir diesen Pokal auch gerne so ein bisschen rum, den neuen Prozessor zu zeigen. Mal war es dieser Mac, mal war es jener Mac, dieses Mal beim M4 war es sogar das iPad Pro. Warum ist es nicht der Mac Pro oder der Mac Studio mit dem M5 nächstes Jahr? Das wäre doch elegant. So, elegant wäre es auch, wenn ihr noch ein Abo abschließt, und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.